Hallo, ich bin Sabe und das ist Baumi und wir schauen jetzt ganz viel Naruto, weil Naruto ist toll und lustig. Yay! Auf Sasus Wunsch schauen wir das. Ich würde sagen, 3 zu 1, let's go! Hallo zusammen, ich bin Kakashi. Die Kämpfe in dieser Serie werden von Profis durchgeführt, deshalb nicht zu Hause nachmachen. Sag mal, bin ich hier der Einzige, der merkt, dass unser Trainer nicht da ist? Wir haben das auch gemerkt, nur ist die Folge nicht zwingend, dass wir unseren Kopf dämlich durch die Tür stecken. Rechts ist er nicht, da muss er links sein. Nee, da bleibt er nur noch rechts. Fehlanzeige, vielleicht links? Langweilig. Hey, ich hab 'ne Idee. Wir machen was, das ich auf MTV gesehen hab. Koksen? Besser. Franks and you. Revenge you can do at home. Franks and you. Film number 22. Das ist schon der Oh Gott, wie Welt. Schlecht. Das ist besser als schlecht. Das ist gut. Kein echter Ninja würde auf so einen billigen Trick hereinfallen. Wehe einer lang. Wenn meine Haare nicht sowieso grau wären, hätte ich euch dafür in den Ninja-Kindergarten gesteckt. Der alte Trick mit dem Schwamm. Wenn ich's mir recht überlege, bin ich da voll drauf reingefallen. Okay, mitkommen. Wir trafen uns in einem Garten, wahrscheinlich unter einem Baum. Oder war's in einem Flugzeug? Vulkan. Heute vergessen wir mal den Schulalltag und plaudern ein wenig über persönliche Dinge. Ist das ja am Vergessen, sich auf den Unterricht vorzubereiten? So ist es. Also ich bin... Der maskierte Muchacho? Nein, ich bin Kakashi und ich höre gerne Wir sind Helden und Zweiraumwohnung und Träume für die Zukunft habe ich keine und meine Hobbys sind zu peinlich, als dass ich sie euch erzähle. Peinlicher als Zweiraumwohnung? Viel peinlicher. Also ich bin Naruto Uzumaki und ich hab... Läuse? Eigentlich wollte ich sagen keine Eltern, aber ja, woher wissen sie das? Innere Eingebung. Okay, nächster. Aber ich war noch nicht... Nächster. Okay. Mein Name ist Sasuke und ich habe ein kurzes Gedicht geschrieben. Hey, nicht so schnell, warte mal. In meinen Aufzeichnungen steht Sasuke. Nun, japanisch wird es Sasuke. Was meinst du damit, Sasuke? Hör auf, das U noch zu betonen. Sasuke. Ich hasse diese Serie. Ihr habt recht, wir haben die Vorkids-Zensur und die RTL2-Synchronisation. Schön, dass wir das geklärt haben. Dann mal weiter im Text. Bleibt ja eigentlich nur noch zu sagen, dass ich eine ganz bestimmte Person töten will. Und zwar mein Bruder. Ups, Spoiler. Menschen töten ist so cool. Okay, das war's dann. Bis morgen. Hey, ich muss doch noch meinen Charakter vorstellen. Was? Ich sagte... Was? Vergessen Sie es. Nun, liebe Kinder, ist es wieder Zeit für die Hokage Super Show. Mit dem Hokage und seinen Freunden. Hallo Kinder, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Für heute habe ich einen ganz besonderen Freund eingeladen. Aber der konnte leider nicht kommen, also begrüßen wir Iruka. Okay, Schnauze halten. Heute haben wir ein sehr interessantes Thema. Und zwar, ich meine, wir... Das Buch. Ach ja, ich habe eine Biografie geschrieben. Über eine Person, die mir sehr am Herzen liegt. Über mich. Es beginnt für mich außerirdische Zwingen, Drogen über die Grenze zu schmuggeln. Was schließlich dazu führt, dass die Mauer fällt. Fragt eure Eltern, ob sie das Buch für euch kaufen. Wenn nicht, dann steht ihre Geldbörse. Das Buch ist Schwachsinn. Auf Seite 50 erfinden sie das Radio, dabei haben sie auf Seite 40 schon Summerwine im Radio gehört. Auf Seite 60 steht ja auch, wie ich eine Zeitmaschine baue. Diesen Mist wird niemand kaufen. Oh doch, und du bist der Erste, sonst kannst du den Lehrer an der Ninja-Hauptschule machen. Also Kinder, kauft euch Hokage-Pudding. Das Buch. Ach ja, kauft das Buch. Und den Pudding. Schönen guten Morgen. Sie sind zu spät. Nun, eine schwarze Katze ist mir über den Weg gelaufen. Und es hat ewig gedauert, sie zu fangen. Das war meine schwarze Katze. Wahr ist genau das richtige Wort. Eure Aufgabe ist einfach. Ihr müsst nur an meine Bällchen rankommen. Können Sie das nochmal weniger zweideutig erklären? Ihr müsst nur meine Glocken greifen. Okay, das ist viel besser. Ihr fangt an, wenn ich Start sage. Ihr habt Start gesagt. Ich hab noch nicht Start gesagt. Aber jetzt? Nein, mein Gott, Jehova. Ihr habt Jehova gesagt. Steinigt ihn. Du glaubst gar nicht, wie ich jetzt mit mir kämpfen muss, nicht zuzustechen. Jetzt könnt ihr anfangen. Sie müssen Start sagen. Au, mein Arm. Ninjas müssen wissen, wie man sich im Kampf tarnt. Sasuke sieht so scharf aus in dem Outfit, das er immer anhat. Kakashi sieht so scharf aus in dem Outfit,
das er auch immer anhat. Ich kann euch hören und sehen. Oh nein, hinter diesem Zweig bin ich so gut wie unsichtbar. Unsichtbar, sage ich. Man sollte immer ein Buch dabei haben, falls ein Kampf langweilig wird. Hm? Lesen Sie etwa Comics? Nein, das ist ein Porno. Aber kein Comic-Porno, sondern ein richtiger Porno für echte Männer. Also ein Hetero-Porno. Das ist ein Nicht-Comic-Hetero-Porno, den ich legal im Laden gekauft habe. Das ist es. Hinterhältiger Überraschungsangriff. Ups. Jetzt zeige ich dir mal, was ich in dem Buch gelernt habe. Aua. Verdammter Glückspilz. Blink. Hä? Er hat ein Glöckchen fallen lassen und das kann auf keinen Fall eine Falle sein. Warte, Naruto, es ist eine Falle. Niemals. Und? Hinterhältiger Überraschungsangriff. Ich hab dich dran gekriegt. Oh. Scheiße, Mann, Sasuke, du hast den Sensei umgebracht. Ich wusste doch, dass solche Ninja-Waffen gefährlich sind. Menschen töten ist so cool. Ist Kakashi wirklich tot? Das alles erfahren sie jetzt gleich. Nein. Das ist ein Baum. Das ist alles du bist schuld. Du. Was ist das? Das alles erfahren sie jetzt gleich. Nein. Woher kommt die gruselige Musik? Oh nein, gleich wird irgendwas Schlimmes passieren. Sakura, hilf mir. Ich habe überall Blut an meinen Sachen. Das geht nicht wieder raus. Was wird Sakura jetzt tun? Wird sie A, ihren geliebten Sasuke retten? B, Naruto befreien? C, sich ein Glöckchen schnappen? Oder D, einfach in Ohnmacht fallen? Na, das wird ziemlich sinnlos. Oh Gott, wie nutzlos kann man sein. Aufwachen, Sakura, los, komm, wir müssen weiter, wach auf, komm, 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 los, aufwachen, nicht schlafen, komm, aufwachen. Vielen Dank, dass ihr mich alle so hängen lasst. Meine Situation ist zwar scheiße, aber das Wortspiel war klasse. Nochmal passiert mir sowas jedenfalls nicht. Das war jetzt aber das letzte Mal. Man leckt mich doch am Arsch. Tja, die Zeit ist um und ihr habt alle jämmerlich versagt. Naruto, du bist dumm wie ein Schuhkarton. Sakura, du bist einfach nur nutzlos. Und du, Arsch, wolltest mich sogar umbringen. Dafür werde ich dir am liebsten den Kopf zerquetschen. Ach, was soll's. Ich gebe euch noch eine zweite Chance. Esst das mal was, aber gebt Naruto nichts. Und warum nicht? Weil ich dich nicht mag. Oh, ja. Ich gehe erstmal hinter den Baum. Ach, kommt schon, gib mir was ab, ich hab solchen Hunger, verdammt, gib mir was, bitte. Das kannst du ja wohl mal voll vergessen. Hier, Naruto. Oh, danke. Verarscht. Ihr Idioten, ihr hättet Naruto was abgeben sollen. Wisst ihr denn nicht, dass es in solchen Animes immer um Teamwork und Zusammenhalt geht? Heißt das, wir sind durchgefallen? Aber nein, unsere Akademie bekommt mehr Gelder vom Staat, wenn mehr bestehen. Also seid ihr weiter. Juhu! Na, wie hab ich das wieder gemacht? Ein Hoch auf korrupte Bildungssysteme. Und so scheiße produziert, aber voll gut für diese Zeit produziert, dass es echt der Hammer ist, so, weißt du? Stimmt, ja, ja, ja. Ist echt, es gibt so, es gibt so Trash-Perlen einfach. Da, 6.8.2014, das ist schon 2014, Alter. 4 Jahre her. Ja. Die haben noch richtig schön mit Headset aufgenommen. Da ja. Gab's noch keinen. YouTuber haben Großmembran-Mikrofone. Ja, sogar ich hab so ein Teil daheim. Echt? Ja. Von Auna. Auna! Auna! Kauft euch Hokage-Pudding! Genau! Oh, das muss jetzt so ein Insider werden. Das ist echt so. Das musst du immer wieder bei jedem Unboxing oder Essen probierst oder so. Probiert Hokage-Pudding! Kauft euch Hokage-Pudding! Also dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du mir das Video gezeigt hast. Schaut bei Sasa auf dem Kanal und vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nicht mehr verpasst und am besten auch abonnieren und schickt mir alle euer Geld im Idealfall. Ja, und schickt mir so dumme Videos bitte. Hier, dumme Videos, hier seht ihr meinen Instagram-Account. Könnt ihr dann so mir Nachrichten schicken und dann schickt ihr mir so dumme Videolinks bitte. Ganz dumme. Dann reagiere ich auch mal auf so einen Kack. Wie, ihr schickt meine Videos. Dann würde ich sagen, macht's gut, sayonara! Sayonara! Ciao! Okay, ich komme nicht an den Knopf. Eben da? Nein, dahinter. Noch weiter. Ja!